Hallo liebe Basketballfreunde, wir sind wieder da nach der kurzen Pause. Die Leute, die schon das Spiel 1 verfolgt haben bei uns, wissen es ja. Wir haben heute einen Doubleheader, sprich das Team Germany ist heute zu Gast in Bayreuth beim RSV. Das erste Spiel ging 69 zu 65 für den RSV aus. Ein sehr ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten, das geprägt war eigentlich von der ersten Halbzeit, wo die Bayreuther dann am Ende des Tages mit 17 vor waren und dann im vierten Viertel mal ein bisschen nachgelassen hatten, aber dennoch nie eigentlich der Sieg in Bedrängnis war. Ja, was gibt es zu sagen zu diesem Spiel? Das sind sogenannte Vorbereitungsspiele für das Team Deutschland, das dieses Jahr nach Olympia fährt, nach Japan. Und die sind praktisch in dieser Liga mit gemeldet als Vorbereitungsspiele. Team Deutschland hat gestern schon 2 Spiele absolviert, davon 1 gewonnen und 1 verloren gegen den RSKV Tübingen. Und für die Bayreuther ist es auch nochmal ein guter Abtausch, gegen eine sehr starke Mannschaft zu spielen. Denn Ende April, am letzten Aprilwochenende in Bayreuth, wird das Final Four stattfinden, was dann dementsprechend die Entscheidung ist, wer in die erste Bundesliga aufsteigt und wer nicht. Ja, auch im zweiten Spiel ist wieder mein Host dabei, der Klaus, mein Fachmann für den Rollstuhlbasketball. Hi Klaus, ich servus. Grüße euch. Ja, du hast das erste Spiel mit mir gemacht. Was gibt's zu sagen zum ersten Spiel? Was ist so dein Fazit? Ja, Bayreuth hat es eigentlich gut gespielt. Die Presse haben sie sehr gut gespielt, wo sich Team Germany ein bisschen schwer dann hat mit der Auflösung. Aber das dann im Laufe des Spiels auch hinbracht haben. Und ich denke, das zweite Spiel wird schon nochmal ein schöner Schlagabtausch auf Augenhöhe. Wobei man aber auch gesehen hat, im ersten Spiel, wenn du aufpasst hast, die haben teilweise überpunktiert gespielt. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie es im zweiten wird, aber ich denke, das wird ziemlich eng wieder. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf eine enge Kiste. Das macht immer Spaß im Basketball. Und ich denke mal, das wird es auch auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, für den RSV, wir sind zurzeit auf Tabellenplatz 2, aber da diese Spiele ja nicht gewertet werden, die heute gespielt werden, sondern nur als Sieg zählen in dem Sinn, werden sie nach dem Spiel die Tabellenführung wieder erreichen, somit in die Final Four als Tabellenführer, als Erster gehen. Was dann heißt, sie werden gegen den Tabellenvierten spielen, das erste Spiel am ersten Tag, und der Tabellenplatz 2 wird gegen Tabellenplatz 3 spielen, und davon beide Gewinner kommen dann am Sonntag in das Finale und spielen dann den Meister der zweiten Bundesliga aus. Genau, Grüße von Hans Dampfwurst. Hallo Klaus, das ist dein Spätzle, glaube ich, ja? Grüße dich. Warum sehe ich das nicht? Das siehst du schon noch. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an Klaus, er ist erfahrener Rollstuhlbasketballer, seit Jahrzehnten hat er schon Rollstuhlbasketball gespielt. Jahrzehnte. Ja, zu übertreiben aber. Er kann uns da sehr viele Fragen beantworten, für die Leute auch, für die der Sport neu ist und die vielleicht zum ersten Mal heute einschalten bei uns. Fragt gerne nach. Wir hatten folgende interessante Frage von einem Streamer. Mit welcher Größe spielen die überhaupt? Und haben dann festgestellt, dass die mit einem etwas kleineren Basketball spielen, mit der Größe Nummer 6. Der Standardbasketball ist ja Größe 7. Und es ist dem Streamer aufgefallen und wir haben das gleich mal recherchiert. Und dementsprechend, falls ihr solche Fragen habt und wir können die klären, gerne fragen. Dafür ist der Stream da. Und auch regeltechnische Fragen können wir gerne auch erklären. Und ja, scheut euch nicht, einfach zu schreiben, auch wo ihr herkommt.
oder wie ihr auch den Stream findet. Wir sind für Verbesserungsvorschläge immer offen. Das hilft uns ungemein weiter, einfach besser zu werden. Wir wollen den Sport, den Rollstuhlsport einfach breiter machen in der Masse. Und wie gesagt, er ist ja nicht umsonst olympisch. Stream teilen, abonnieren, Glocke wegmachen. Genau. So schaut's aus. So schaut's aus. Und wer Lust hat, unserem Stream-Team was Gutes zu tun, die nehmen sich immer sehr, sehr viel Zeit für Aufbau, Equipment mitbringen, dass so ein Stream eigentlich läuft. Und wer da sagt, Mensch, das ist eine coole Sache, da gebe ich gerne mal einen kleinen Obolus dafür, dass das auch in Zukunft weitergeht. Hier der QR-Code. Und wer da Lust drauf hat, gerne gesehen, eine kleine Spende abgeben. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Und unser Holger vom Stream-Team, der das Ganze immer sehr gut organisiert, wird sich darüber auf jeden Fall freuen. Gut, hier oben sehen wir zum Beispiel schon mal die Leute, die im Projekt Rollstuhlbasketball gespendet haben. Danke dafür schon mal für alle Unterstützer und Supporter. Dann haben wir noch 9 Minuten circa auf der Uhr. Dann gehen wir in einen kurzen Werbeblock und dann stellen wir euch nochmal die Mannschaften und die Schiedsrichter vor. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. So, da sind wir wieder. Wir starten mal mit dem Roster der Gäste, die im zweiten Spiel so aufgestellt sind. Das Team Germany mit der Nummer 4 Mareike Miller, mit der Nummer 8 Vanessa Erskine, mit der Nummer 9 Amanda Fanariotis, mit der Nummer 10 Lisa Bergenthal, mit der Nummer 14 Marie Kier, mit der Nummer 15 Svenja Erni und mit der Nummer 19 Nathalie Pasivan. Ja, wer ist der Players to Watch in diesem Team? Wir haben es im ersten Spiel schon gesehen, das ist die Nummer 4 Mareike Miller, die einen sehr, sehr guten Wurf hatte im ersten Spiel und auch sehr gut gescored hat. Und das Team des RSV macht wie immer unser Klaus. Ja, der RSV spielt mit folgender Aufstellung, und zwar die Nummer 0 Sebastian Gülsch, die 4 Lilly Sellack, die 5 Wolfgang Böhme nicht dabei, die 6 Lukas Reichstein auch nicht dabei, die 7 Sebastian Holzheu, die 9 Nikas Meyer, die 10 Gesche Schünemann verletzungsbedingt nicht dabei, die Nummer 11 Andreas Schaffer, 13 Svenja Meyer, 14 Siegfried Hahn auch nicht dabei, die 15 André Hopp, 19 Daniel Haas, 22 Dagmar van Hinte und 25 Daniel Henne. Head Coach André Hopp, Assist Coach Christian Runke und Physio Andrea Schmiel. Genau, und dann gibt es nur noch die Schiedsrichter zu erwähnen, die in dem zweiten Spiel da sind. Da sehen wir sie im Bild.
Die Anna Teubner, der Thomas Erpenbach und der Matthias Moors sind die Unparteiischen des zweiten Spiels. Und nun gehen wir in den Live-Sound in die Halle. Das war der Live-Sound aus der Halle mit der Vorstellung des Stadionsprechers der beiden Teams. Jetzt gibt es noch einen kurzen Handshake. Wie gesagt, vor knapp 3 Stunden gab es das erste Spiel, das 69-65 ausging für den RSV. Also die Mädels und Jungs wissen schon, gegen wen sie spielen müssen. Und es wird spannend zu sehen, wie beide Coaches die Teams nochmal eingeschworen haben auf die Systeme der anderen Teams. Ob jetzt das Team Deutschland besser mit der Presse zurechtkommt im zweiten Spiel als im ersten und ob die Bayreuther den Shootingstar mit der Nummer 4 der Deutschen in den Griff bekommt. Das sind die Fragen der Fragen, Klaus, oder? Ja, mal schauen, ob es diesmal wieder so einfach in die Zone reinfahren lassen, weil die war ziemlich, aber die war auch gut hinter Schütze Schirm. Also hinterm Schirm hat die auch gut geschossen vor außen. Und das meiste ist halt wirklich über links auch gekommen. Mhm. Aber schauen wir mal, ich denke, die kriegen sie jetzt in den Griff. Jetzt wissen sie, wie sie spielen. Und wobei Team Germany wahrscheinlich die Presseauflösung jetzt auch besser hinbekriegt, hoffen wir es, wie im ersten Spiel. Gut, was gibt's noch zu sagen? Wir gehen kurz in die Werbung. 3 Minuten sind noch auf der Uhr und nach der Werbung sind wir dann gleich wieder da zum Jump. Team Germany gegen den RSV Bayreuth. Dass das zweite Spiel jetzt ist, wir haben es vorhin mal kurz erklärt, warum das so ist. Und zwar, das Hinspiel hätte schon länger stattfinden sollen, aber durch Corona-bedingte Ausfälle Team Germanys konnte das Spiel nicht stattfinden. Und ja, somit haben sie sich einfach entschieden, das Spiel einfach an einem Doppelspieltag in Bayreuth zu verlegen. Deswegen ist jetzt Team Germany auch das Heimteam. Und wie gesagt, wenn ihr im Stream mal schreiben wollt, so schaut es aus, was unser Klaus zum Beispiel reingeschrieben hat. Also haut ruhig mal in die Tasten und lasst da mal Hallo da. Woher kommt ihr? Und
Ja, dann haben wir noch kurz Zeit, dass wir eben alles beantworten können, was ihr so wollt. Und in 30 Sekunden starten wir dann mit dem Spiel. Dann kommen wir zur Starting Five bei Team Deutschland. Die Nummer 10, Lisa Bergenthal. Die Nummer 8, Vanessa Erskine. Die Nummer 9, Amanda Fanariotis. Und zu guter Letzt die Nummer 19, Nathalie Passivan. Bei den Bayreuthern Sebastian Gilsch, Dagmar van Hinte, Svenja Meier, André Hopp und Andreas Schaffer. Genau, so schaut's aus. Damit starten wir in Spiel Nummer 2 des heutigen Tages. Team Germany gegen RSV Bayreuth. Jumpgewinn von den Bayreuthern. Somit erste Angriffsserie für sie. Schöner Pass in die Mitte auf Sebastian Gilsch. Ah, schade. Der den Layup leider nicht verwandeln konnte, aber gut aufgepasst. Ball zurückgewonnen auf André Hopp. Und mit 2 Punkten ja, André Hopp im ersten Spiel auch sehr, sehr gut performt. Topscorer der Partie gewesen. Ja. Das wird er wahrscheinlich im zweiten Spiel jetzt fortsetzen. So, Pass kommt an Basti. Und schön. Sehr schön gelöst. War gut. Sehr, sehr gutes Zusammenspiel zwischen den zwei großen Leuten. Und 4:0 Run für die Bayreuther. Aber schöner Pass diesmal. Ah, schade, leider nicht mit Erfolg gekrönt. Marik hier. Und das Foulspiel durch die Nummer 14 von Team Germany. Somit erstes Foul, erstes Teamfoul und Einwurf für Bayreuth. So, Bayreuth wieder im Ballbesitz. Svenja Meier mit dem Wurf. Leider Pech. Svenja hat halt kein Glück. Die hat halt kein Händchen. Und da wieder knapp an der 8-Sekunden-Grenze gewesen, die Team Germany. Ja, Schwierigkeiten, einen freien Pass zu finden. Sehr gute Blockarbeit hier. Muss den Wurf nehmen und Rebound ist bei den Bayreuthern. Das machen sie sehr, sehr gut. Jetzt schnell über die... Schneller Angriff. Ah, schade. Schade. Bisschen zu steil für Dagmar van Hinte. Aber schön gedacht von Sebastian Gilsch. So, mit Team Germany wieder im Angriff. Pass über die Seite,
Mitteldistanzwurf schön gelöst dieses Mal von Lisa Bergenthal. Ihre ersten zwei Zähler des zweiten Spiels. Schönes Händchen. Pass von Dagmar von Hinte, der Assist und André Hopp schließt ab. Zu lang. Und der Schiedsrichter zeigt an, da haben die Deutschen zu lang gebraucht, den Ball reinzubringen. Jeder hat ja 5 Sekunden Zeit, den Einwurf zu vollziehen und das hat diesmal zu lang gebraucht. Somit Angriffsrecht für die Bayreuther, 14 Sekunden Shot Clock. André Hopp, Svenja Meier, schöner Wurf, somit 8:2, wieder die Presse. Jetzt spielen sie, ja, wieder Presse. Und da ist und schon der Fehler, sehr gut gemacht, schöner Pass und das Foul. And one. Ja. Sehr gut gemacht, schöne Passstaffette. Da waren sie wieder hellwach. Und hier sehen wir es im Replay. Kurzer, knackiger Pass. Das Foul aufgenommen. Und Layup und drin. Somit haben wir Timeout für Team Germany. Machen kurzen Break und sind gleich wieder da. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. Ja, Klaus, 2:10 Run für die Bayreuther. Da können die Deutschen von der Head Coach nicht zufrieden sein, oder? Ja, das warten wir mal ab, weil im ersten Spiel, im ersten Viertel war es auch ziemlich deutlich für Bayreuth. Und Team Germany hat es dann doch noch aufgeholt. Also ist noch alles drin. Ja, definitiv. Ich denke, Dirk Basewan stellt sie jetzt nochmal richtig ein und dann holen die auch schon wieder Punkte jetzt auf, garantiert. Ja, und er ist ja kein unbeschriebenes Blatt, er ist ein alter Hase in dem Geschäft, also er weiß auch, wie das funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Name. Jetzt kommen wir erst mit so einem Extrapunkt für André Hopp, der nach dem Foul scoren konnte und noch einen extra Wurf kriegt. Leider vergibt. Aber wieder gute Presse. Machen es den Deutschen sehr schwer, in die zweite Hälfte zu kommen. Schwieriger Wurf vor der Mitte. Aber der Rebound ist bei den Deutschen. Erneut schwerer Wurf, aber diesmal mit Erfolg. Amanda Fanariotis mit ihren ersten Zählern der Partie. Jetzt Svenja Meier auf André Hopp. Wieder auf Svenja Meier mit Glück. Dagmar von Hinde konnte den Safe holen. Jetzt gute Presse der Deutschen. Aber schöner Wurf von Sebastian. Somit 12:4. Wieder gute Presse. Hände waren dran. Vom Andreas. Und Spielunterbrechung. So, die Unterbrechung ist gleich zu Ende.
dann können wir wieder starten. Jawohl, so ist es. 5 Minuten 20 auf der Uhr. Bayreuth führt mit 8. Macht es ganz gut bis jetzt. Schöner Wurf. Dagmar van Hintel mit dem Mitteldistanzwurf. Und wieder die Presse der Bayreuther. Dieses Mal besser gelöst von Team Deutschland. Schade, kein Glück beim Korbleger. Und André Hopp macht das Spiel wieder schnell. Dagmar van Hintel. Und das Foulspiel und schade. 2 Freiwürfe für sie. Nummer 9, Amanda Fanariotis, bekommt ihr 2. Foul. Erster sitzt. Und Offensiv-Rebound. Schön. Sehr gut. Da beim Ausboxen ein bisschen geschlafen, die Deutschen. André Hopp hat es natürlich sofort gesehen und holt sich 2 Punkte. Oh. Und erneut Probleme. Ja, wieder tatsächlich. Schöner Pass, Andreas Schaffer. Auf Sebastian Gilsch. Dagmar von Hintel wieder am Ball. Gut, ach, schade. Schwieriger Wurf. Und wieder die Presse. Aber dieses Mal gut gelöst. Freier Zug zum Korb, das Foul and one. Auch sehr, sehr smart gemacht dieses Mal von Natalie Pasivan. Nimmt den Kontakt gut auf. Und als Belohnung gibt es nochmal einen extra Punkt. Und Sebastian Gilsch kriegt sein erstes Foul. Der passt nicht. Somit Bayreuth im Ballbesitz. André Hopp macht das Spiel schnell. Foulspiel. Aber Schiedsrichter zeigt es an. Vor der Wurfbewegung. Somit nur ein Wurfseite. Aber Team Germany jetzt langsam in Trouble. Ihr 4. Teamfoul schon. Erstes Foul für die Nummer 15. Svenja Erni. Svenja Meier am Ball. Und der Wurf. Schade. Ja, aber die haben es gut in den Griff jetzt, die Bayreuther. Dieser Bergenthal holt sich den Rebound. Und Stil. Andreas Schaffer hat gute Hände. Sebastian Gilsch zieht zum Korb. Schade, kein Erfolg. Rebound ist bei den Deutschen. Und das Foul von André Hopp. Sein erstes. Zweites Teamfoul insgesamt für den RSV. Kein Wurfglück für Team Deutschland. Somit Svenja Meier im Aufbau. Und André Hopp mit Brett. Ja, Klaus hat schon prophezeit, dass André Hopp wieder heiß läuft. Und so ist es auch. So ist es. Also der hat heute einen guten Tag erwischt. Hoffen wir mal, dass es im Final Four genauso läuft. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Jetzt haben sie die Nummer 4 wieder eingewechselt, die Mareike, die Topscorerin vom ersten Spiel.
Pass auf die Nummer 9. Schön durchgesteckt. Nathalie Pasiwan mit ihren nächsten Punkte. 19:8 für die Bayreuther. Andreas Schaffer jetzt im Aufbau. Und kurze Unterbrechung. Da sehen wir es noch im Replay, warum angehalten wurde. Der Rollstuhl fällt um. Sie hat keine Möglichkeit, selbst aufzustehen. Und dann wird es vom Schiedsrichter einfach gestoppt, Klaus, richtig? Ja. Und Spielerwechsel beim RSV. Die Nummer 9, Niklas Meyer, kommt. Und die Nummer 25, Daniel Henne. Schiedsrichter sind bereit. Dagmar von Hinte wirft ein. Und schon geht die Reise wieder los. Pass auf André Hopp. Diesmal kein Glück, aber Rebound bei den Bayreuthern. Spiel geht weiter. Shotclock war der Ball am Ring, somit neue 14. 5 haben wir noch. 4 auf der Uhr. Das war nur Brett. Sehr und schön. Score. Zweimal Glück gehabt mit Ring, dass es neue 14 gibt. Und diesmal hat es Niklas Meyer gemacht mit 2 Punkten. Somit 8:21. Und Team Germany im Angriff. Schöner Wurf. Schön. Von der Nummer 8. Gut gedeckt. Nein, die Nummer 9 war's. Eine Minute 16 noch auf der Uhr. Ah, diesmal Pech für André Hopp. Und die Nummer 9 hat den Ball. Schöner Block. Ach, aber schade. Und da ist sie wieder. Guter Stil und schöner Abschluss. Ja, Mareike Miller. 42 Sekunden noch im ersten Viertel. Bayreuth führt mit 9. Schade, schöner Wurf. Mareike Miller im Aufbau. Nathalie Pasiwan. Noch 5 Sekunden auf der Uhr, jetzt muss es schnell gehen. Ah, schade mit Pech. Und der Ball geht an die Bayreuther. 7,8 Sekunden noch im ersten Viertel. Und langer Ball. Achtung! Ich hätte ihn angefangen. Ja, da kam der Ball zu uns. Haben wir auch mal live was davon gehabt. Nicht nur ihr. Da gibt es kein Replay. Da gibt es kein Replay. Schade, schade. Ach, die Regie schlägt. Okay. Wieder. Erste Viertel ist zu Ende. Bayreuth führt 21:12 in einem munteren Spielchen. Ja, Klaus, was meinst du? Wird langsam das Team Germany ein bisschen müde? Ich meine, die haben jetzt schon das vierte Spiel in 2 Tagen. Ja, ich denke, gestern schon gespielt. Okay. Und heute dann 2 Spiele. Was ich erfahren habe, die sind ja dann, die reisen ja heute noch ab nach Lobach ins Trainingslager 2 Wochen zur Vorbereitung. Ich glaube mit Spanien und England. Okay. Und danach geht es ja dann zu die Paralympik.
Genau, das ist ja so, dass eigentlich das Team Deutschland aus mehreren Teams besteht, aber die Spieler, die noch im Ligabetrieb sind, dann praktisch erst dazu reisen, oder wie ist das? Ja, so wird es wahrscheinlich sein, ja. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob die Svenja Meier noch dabei ist in der Nationalmannschaft. Mhm. Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nur von unserer Gesche Schünemann, von unserer 10. Sie meinte, sie reist halt dann nach den Playoffs nach Japan. Also wird es wahrscheinlich so sein. Gut, 30 Sekunden haben wir noch. Dann starten wir mit dem zweiten Viertel. Ja, 21-12. Die haben jetzt zwei Körbe gemacht. Und schon sind sie wieder ein wenig näher dran, wo die Bayreuther ein wenig geschlafen haben. Ja, es liegt auch daran, dass Mareike Müller wieder ins Spiel gekommen ist. Die macht schon was aus. Und die müssen sie schauen, dass sie die ein bisschen kontrollieren. Jawohl, Zeit abgelaufen. Somit können wir starten. Also am nächsten Spieltag bringe ich einen Seitenschneider mit. Ich zwick die Huben weg. Das Ding ist so laut. Ja, unser Regie freut sich auch drüber, wenn die weg ist, glaube ich. Okay, der Ball rollt wieder. Mareike Müller, ihr Playmaker von Team Deutschland am heutigen Tag, hat den Ball. Und nimmt sich den Wurf. Diesmal leider kein Glück. Und Bayreuth macht das Spiel schnell. Durch André Hopp natürlich auch. Schöner Pass. Und schöne Punkte. Diesmal von Svenja Meier. Mareike Müller wieder am Ball. Der RSV blockt gut. Fast keine Spielmöglichkeiten und schwerer Wurf. Schuss vor der Mitte ist immer schwer. Gute Defense der Bayreuther. Jetzt Niklas Meier auf Svenja Meier. Und schöner Wurf aus der Mitteldistanz. Schöner Wurf aus der Mitteldistanz. Nummer 19, Nathalie Pasivan. Zwei Punkte. Ja, Chat. 29 Zuschauer. Wo seid ihr her? Von wo schaut ihr zu? Schreibt mal euren Ort rein, wo ihr seid. Dass wir mal so ungefähr wissen, wie weit der Stream geht. Schöne zwei Punkte von André Hopp. Guter Block von Daniel Henne vorab für den freien Wurf. Und der Thomas Rumbucher schreibt, Servus beinannt, grüße auch dich. Landkreis Erding, Issen. Na jawohl, Servus. Schön. Schöner Rebound, Daniel Henne, gut aufgepasst. Und Nikolas Meier im Aufbau. Schöner Pass. Schade. Da waren die Finger dran von den Verteidigern. Somit der Wurf zu kurz. Jetzt geht's schnell bei Team Germany. Aber André Hopp blitzschnell da. Da wollte sie das Foul haben, aber der Schiedsrichter sagt nein, nur Leder. Und somit sogar Ballbesitz für Bayreuth. Da muss der Ball dann nochmal auf den Rollstuhl getatzt sein von Team Germany. Dann somit Spielerwechsel. Bei beiden Seiten. Genau so ist es auch. Bei Team Germany verlässt Amanda Fanariotis das Feld und Marie Kier und Lisa Bergenthal und Vanessa Erskine kommen wieder ins Spiel. Hans Dampfwurst. Grüße aus Indianapolis. Schon wieder, sehr gut.
Der gut. Mann weiß, was gut ist. Oh, schöner Pass. Ja. Leichte Punkte dieses Mal durch Team Germany. Das ist das, was sie in dem ersten Spiel auch gut gemacht haben, wo die Bayreuther ein bisschen Probleme gehabt haben. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht wieder so wird wie im Spiel 1. Schade. Zu kurz. Dagmar von hinten mit Wurfversuch. Und Team Germany jetzt wieder im Angriff. Durch Lisa Bergenthal, die Seiten wechselt. Und Foulspiel angezeigt von der Schiedsrichterin. Nummer 7. Sebastian Holzheu. Der kassiert sein erstes Foul. Zweites Teamfoul insgesamt für den RSV. Also da ist noch alles in Ordnung. Somit Einwurf für Team Deutschland. Und der Thomas schreibt, also ich glaube, dass das anstrengender ist als normales Basketball. Also es ist auf jeden Fall anstrengend. Es ist, man muss sich einfach mal in so einen Stuhl reinsetzen und das einfach mal fahren. Nur fahren. Und dann vielleicht mal nur einen Ball in die Hand nehmen. Es ist schon Koordination. Und ihr könnt es auch jeden Spieltag hier probieren, testen. Ihr könnt da vorbeikommen. Wer das mal besten will in der Halbzeit. Es ist immer möglich. Genau, und wer weiß, vielleicht kommen ja noch ein paar Kollegen des RSV dann mit dazu und finden ihre Muse im Rollstuhlbasketball. Und den Muster werfen Sebastian Holzheu. Leider kein Glück. Jetzt Mareike Miller wieder am Ball. Das ist immer gefährlich, wenn die den Ball hat. Aber findet den freien Spieler. Aber der konnte leider nicht verwertet werden. Jetzt ein bisschen Chaos beim RSV. Ballbesitz wieder bei den Deutschen. Und Foulspiel. Sebastian Gilsch. Sein zweites Foul. Zweites Teamfoul für den RSV. Und Einwurf für die Deutschen. Ja, und ich glaube, die Defense des RSV steht ganz gut. Ja, ist gut. Und so einen Wurf kann man gern mal geben. Ja, beim zweiten und dritten, da sollten es dann schon rausjumpen, ein bisschen stören. Ja. Oder mit dem Rollstuhl antäuschen, rausfahren, wieder reinfahren. Lili Sellack jetzt im Aufbau mit Mitteldistanzwurfversuch von Svenja Meier, leider nicht gut. Und Mareike Miller jetzt wieder im Vorstoß. Ja, fühlt sich ein bisschen jetzt alleine hier. Findet keine Passstation. Jetzt hat sie eine. Schwieriger Wurf, aber sehr gut gelöst. Von der Nummer 8, Vanessa Erskine. Sehr, sehr guter Wurf. Sebastian Gilch jetzt am Ball. Pass. Kein Glück für Sebastian Holzheu heute. Bis jetzt noch nicht sein Wurfglück gefunden. Schlechter Pass. Und Sebastian. RSV hat wieder den Ball. Sebastian Gilch versucht in der Mitte durchzustecken. Und der Schiedsrichter sagt, es bleibt beim RSV. Und Thomas Rumbucher fragt, aber was ist denn da so typisch Verletzungen beim Rollstuhlbasketball? Da kannst du dir alles brechen.
kannst Verletzungen an den Fingern, Handgelenke, Schultern, wenn du fällst. Also typische Verletzungen, passieren kann alles. Aber ich denke so, diese typischen Verletzungen sind so Kapselgeschichten. Ja. So, 3 Minuten 45 noch, dann ist Halbzeit. Genau, Bayreuth hat nochmal gewechselt. Aber schau dir die Punkte an, die kommen schon wieder ran. Ja, ja. Das ist. Das geht schnell. Die verschlafen immer das erste Viertel ein bisschen und dann steigern sie sich schon. So, wir warten. Reifenprobleme beim Andreh. Okay. Jawohl, einmal Reifenwechsel. Da sehen wir es. Probleme mit dem Reifen. Deswegen kurze Unterbrechung, bis das Material wieder passt. Und dann geht es gleich wieder weiter. Jetzt wie in der Formel 1, schnell mal Boxenstopp, Reifenwechsel. Genau, so schaut es aus. Und schon rollt er wieder. So, wir wissen jetzt leider auch nicht, warum es so lange dauert, bis es weitergeht. Mit der Uhr irgendwas. Aber ich glaube, die Shotglock hat Probleme, deswegen geht die Schiedsrichterin nochmal kurz zum Kampfgericht und klärt es ab. Und danach sollte es gleich wieder weitergehen. Schiedsrichter-Timeout. Und wir haben ein Schiedsrichter-Timeout. Das heißt, wir gehen kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. Ja, 20:27. Team Germany ist 7 Punkte hinten gegen den RSV im heutigen zweiten Spiel des Tages. Das erste Spiel konnten die Bayreuther mit 4 Punkten für sich entscheiden. 69:65 ging das aus. Jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung der Schiedsrichter, weil es Probleme mit dem Kampfgericht gab. Irgendwas war da, Unstimmigkeiten, deswegen noch die Unterbrechung. Aber ich denke, das wird gleich geregelt sein und wir können dem Spielbetrieb weiter folgen. Ja, was gibt es soweit zu sagen mit dem Spiel 2 im zweiten Viertel? Die Deutschen sind wieder ein bisschen rangekommen an die Bayreuther, die ein gutes erste Viertel gespielt haben. Maßgeblich von Team Germany heute wahrscheinlich auch die Nummer 4, Mareike Miller, die im zweiten Viertel wieder gezeigt hat, dass er einen sehr guten Mitteldistanzwurf hat und die Bayreuther da ein bisschen Probleme haben, sie zu stoppen. Da sehen wir sie im Bild. Und ja, okay, Schiedsrichter sind soweit wieder. Passt alles. Anzeigentafel ist auch wieder alles geklärt, also können wir dann gleich starten. Haben noch 3 Minuten 45 auf der Uhr im zweiten Viertel. Und der Ball rollt wieder. André Hopp für 3 Punkte. Yes! Jawohl! Sehr gut! Sehr schöner Wurf! 3 Punkte. Somit 30:20. Mareike Müller wieder im Angriff. Pass, Seitenwechsel. 2 schöne Punkte. Amanda Fanariotis. Andreas Schaffer jetzt im Aufbau.
passt auf die Seite zu Lilly Selak. Leider kein Glück. Rebound ist bei den Deutschen. Die den Ball jetzt schön laufen lassen. Von rechts nach links. Noch 5 Sekunden auf der Uhr. Jetzt muss es schnell gehen. Und wieder 2 gute Punkte. Das war ganz stark. Und da reagiert sofort das Coaching-Team des RSV und nimmt eine Timeout. Und wir nehmen auch eine kurze Timeout. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. 6 Punkte Führung für die Bayreuther hier im Spiel 2 in der Oberfrankenhalle zu Bayreuth. Zu Gast ist das Team Germany, das eine Saison zur Vorbereitung in dieser Liga spielt für die Paralympics in Japan, die jetzt an diesem Wochenende krasse 4 Spiele gespielt haben. 2 Spiele in Tübingen und heute 2 Spiele bei uns in Bayreuth. Bayreuther fangen mit der Offensive wieder an. Auf dem Feld jetzt Daniel Haas, Sebastian Gilsch, André Hopp, Andreas Schaffer und die Lilly Selak. Andreas Schaffer. Schade, sehr schöner Wurf. Svenja Erni jetzt im Aufbau bei den Deutschen. Und André Hopp hat den Rebound. Und das Foulspiel von der Nummer 8. Vanessa Erskine. Ist ihr erstes Foul und zweites Team-Foul der Deutschen insgesamt. Also da auch wieder keine Probleme. Recht faires Spiel. Andreas Schaffer von der Mitte. Oh. Schade. Mit bisschen Pech. Jetzt wieder Mareike Miller am Ball. Diesmal gut gedeckt. Langer Pass über die Seite in die Mitte. Aber leider kein Wurfglück, aber Offensiv-Rebound. Aber auch kein Glück. Somit wieder Bayreuth im Rollen. Auf Sebastian Gilsch. Und der macht 2 Punkte. Somit wieder 8 vor für den RSV. Mareike Miller im Aufbau. Und Foulspiel vom böser Hasi. Hase. Hase, Hase. 2 Freiwürfe somit für Mareike Miller. Sein zweites Foul von Daniel Haas. Drittes Team-Foul insgesamt. Erster zählt. Und der zweite sitzt auch. Somit auf 6 Punkte dran. Team Deutschland. 1 Minute noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Ah, Dreierversuch von André Hopp. Leider nicht geglückt. Team Germany jetzt wieder im Angriff. Durch Mareike Miller. Auf Svenja Erni.
die wieder zu Amanda Fanariotis, die jetzt die Lücke sucht, noch 7 Sekunden auf der Uhr, diesmal zu kurz. André Hopp wieder im Angriff, noch 24 Sekunden auf der Uhr. Jetzt auf Lilly Selak, wieder auf André Hopp, zu Sebastian Gisch, schön durch die Mitte, Andrea Schaffer. Ah, schade, leider kein Glück, noch 7 Sekunden auf der Uhr, 5 Sekunden, 3-Punkte-Versuch, leider nicht gut. Somit gehen wir in die Halbzeit mit 6 Punkten Vorsprung. Der RSV führt mit 32-26. Wir sind in circa 10 Minuten wieder für euch da. Bis dahin holt euch was zu trinken, was zu essen und wir sehen uns dann später wieder. Bis später. We'll be right back.
Dankeschön dann auch an Bayreuth und ans Rea-Team. Wollen wir in die erste Liga dann nochmal was sagen, dass die zeitgleich spielen? Oder? Liebe Rollstuhl-Basketball-Fans, wir sind wieder zurück. 2 Minuten 50 noch Halbzeitpause. Dann starten wir wieder mit dem dritten Viertel hier in der Oberfrankenhalle in Bayreuth. Der RSV Bayreuth spielt sein zweites Spiel heute gegen das Team Germany. Das Team Germany ist auf Testreise, wenn man es so nennen möchte. Also sie spielen jedes Team, das in der zweiten Bundesliga ist, zweimal als Vorbereitung für die Paralympics in Japan. Und heute an dem Spieltag ist halt eben das Bayreuther Team dran. Das erste Spiel ging 69-65 aus für die Bayreuther und jetzt im Moment steht es 32-26. Ja, in der Zeit, bis es wieder losgeht, könnte man schon mal in die erste Liga spitzen.
weil da spielt zeitgleich der RSV Landil gegen die River Rhinos Wiesbaden. Bei denen läuft jetzt das dritte Viertel. Da steht es jetzt 40-37 bei denen. Da spielt ja beim RSV Landil unser Bayreuther Jung, der Thomas Böhme, mit. Mal so ein bisschen nebenbei kleine Info noch zum Spiel vor denen. Was war es denn, der Colt? Hat er nicht gehört. So, die Teams machen nochmal letzte Besprechungen. Und es ist auch schön zu sehen, wir sehen sie hier, das Team Germany ist genau vor uns. Sie haben trotz den Strapazen immer noch Spaß, lachen. Auch der Coach macht einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Also muss man sagen, schön zu sehen, dass es nicht allzu verbissen alles hier ist, sondern wirklich nur Freude am Sport. Und ja, wie gesagt, wer Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, kann gerne an den Heimspielen des RSV mal vorbeikommen, kann sich mal so einen Rollstuhl schnappen und mal ein paar Bälle werfen. Oder wer gerne das anschauen möchte, Sport hier bei uns, Streamteam, wir streamen alle Spiele des RSV und auch das Endspielturnier, das dieses Jahr in Bayreuth stattfindet. Das wird das letzte Wochenende im April dieses Jahr sein in der Oberfrankenhalle. Dort haben wir zwei Spiele, die stattfinden am Samstag. Da wird einmal Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 4 spielen und Tabellenplatz 2 gegen die 3. Und am Sonntag ist dann das Finalturnier, wo es dann um den Aufstieg geht. Und da wird dann die Regie eine Seitenschneider-Donation einfügen. Hoffe ich. So, wir sind im dritten Viertel. Starten wir. Bayreuth beginnt mit dem Angriff. André Hopp mit dem ersten Wurf und seinen nächsten Punkten. Klaus, wie schaut's aus mit dem Scoreboard? Wer ist denn zurzeit die Top-Leaders bei den Mannschaften? Also bei den Team Germany ist Amanda Fana Rioitis mit 8 Zählern. Und bei Bayreuth wieder André Hopp überragend mit seinen 15 Punkten. Jawohl, jetzt zu sehen, schwieriger Pass für Team Germany. Leider ins Ausgegangen, somit Svenja Meier jetzt im Angriff für die Bayreuther. Da war ein Händchen dran von Team Germany. Somit wieder Ballbesitz für die Bayreuther. 13 Sekunden noch auf der Shotclock. André Hopp diesmal im Aufbau. Wieder auf Svenja Meier. Zwei Sekunden noch auf der Uhr. Schiedsrichter sagen, war noch in der Zeit, aber leider keine Punkte. Jetzt Team Germany versucht jetzt seine Positionen zu finden, sucht natürlich seine Nummer 4, jawohl, da ist sie, Mareike Miller. Und jetzt freier Wurf, jawohl, und das kann sie halt sehr, sehr gut. Das haben wir schon im ersten Spiel gesehen, diese Mitteldistanz-Sachen. Die liegen hier. André Hopp, Pass auf Dagmar van Hinte und die macht den Korbleger zum 36-28.
Svenja Erni jetzt am Ball. Baut das Spiel auf für Team Germany. Wurfversuch und Unterbrechung. Bis der Rollstuhl wieder gerichtet ist und die Person aufgestanden ist. Dann geht es wieder weiter. Hier sehen wir im Bildschirm Gesche Schienemann, die noch pausieren muss wegen ihrer Fingerverletzung, die auch mit nach Japan reisen wird. Die ja wahrscheinlich, wenn es gut läuft, zu die Playoff-Spiele dann wieder fit ist. Was wir natürlich aus RSV-Sicht sehr hoffen. Gut. 3-Punkte-Versuch. Ja, ihr Finger wurde ja operiert. Mehrere Drähte sind da reingekommen und es war sehr, sehr komisch gebrochen. Deswegen so eine lange Pause. Gute Finger hier von Sebastian. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt muss es schnell gehen für Team Germany. Schöner Pass. Ja, das machen sie ganz gut. War clever ausgespielt dann doch noch. Mit Glück. Bayreuth mit 8 vor. Dagmar von Hinde jetzt mit dem Wurf. Schöner schön. Wurf. Schöner Lob. Diesmal kein Glück, aber schnelle Hände. Diesmal von Lisa Bergenthal, die den Ball holt. Schlechter Pass, aber Glück. Aber kommt noch durch. Diesmal Pech für Mareike Miller. Konnte den Ball nicht versenken und Dagmar von Hinde jetzt im Angriff. Pass auf André Hopp und ist faul. Das Foul. Somit 2 Freiwürfe für André Hopp. Und die Nummer 9, Amanda Fanariotis, ihr 2. Foul. Erstes Team-Foul von Team Germany. Erster sitzt. Und der 2. ist auch drin, somit 12 Punkte vor für die Bayreuther. 6 Minuten noch im 3. Viertel. Spielen jetzt wieder Presse. Oh, schöner Stil. Stil von André Hopp und das Foul. Clever gelöst von Mareike Müller, die ihr 2. Foul nimmt. Gut den Fastbreak gestoppt dadurch. Ja. Cleveres Foul. War es auf jeden Fall. Was ist jetzt? Jetzt geht's weiter. Mit dem Spielaufbau Svenja Meier wieder. Auf Dagmar von Hinte. André Hopp. Auf Svenja Meier. Schönes Give and Go. Und kurze Unterbrechung. Die Punkte 10 natürlich. Das war ein legaler Korb. Hier sehen wir es schön im Replay. Kurzer Tipp-Pass. Wieder zurück. André Hopp macht den Punkt. Und Sebastian Holzheu kriegt den Assist. Somit 14 vor für die Bayreuther. Team Germany jetzt im Angriff mit ihrer Spielmacherin Mareike Miller. Gut abgeschirmt diesmal. Ja, die müssen sich stören, immer stören. Schwierig aber für sie diesmal. Diesmal machen sie es besser. Die, wenn ihr einen freien Schuss hat oder wenn die Mismatch hat, 1 gegen 1. Svenja Meier gut in der Defense dieses Mal jetzt im Angriff.
nimmt sich einen Wurf. Schade. Wurfpech. Aber gute Hände von Dagmar van Hintze. Und zwei leichte Punkte durch Lilly Selak. Und das kann dem Coach natürlich nicht gefallen und nimmt sofort die Auszeit. Die nehmen wir auch. Kurze Werbung, wir sind gleich wieder da. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. Ja, Bayreuth 16 vor. Hier im zweiten Spiel Team Germany gegen den RSV Bayreuth. Hier in der Oberfrankenhalle in Bayreuth. Der Coach der Team Germany hat die Auszeit genommen, um nochmal zu besprechen, woran es hakt im Moment. Was meinst du, Klaus, woran hakt es für Team Germany? Ja, die Bayreuther spielen wieder Presse und da haben sie einfach ein wenig ein Problem. Die Team Germany, und wenn sie die Presse schneller auflösen, dann haben sie ja die Chance mit der Nummer 4, mit der Mareike, dass sie dann auf einem Fastbreak rauskommen. Dann schauen wir mal, ob sie das jetzt besser lösen nach der Auszeit. Weil die machen schon wieder so Hartpresse. Lisa Bergenthal wird einwerfen. Das Kampfgericht fragt noch kurz was ab am Schiedsrichter. Deswegen noch kein freier Ball. Jetzt ist freigegeben. Ja, schöne Presse, aber haben den Ball trotzdem. Svenja Erni. Schön durchgetankt. Mit Foul. Und zwei Freiwürfe an die Linie geht diesmal Nathalie Pasivan. Foul von der Nummer 7. Sebastian Holzheu kassiert sein zweites persönliches und zweites Teamfoul für den RSV. Erster sitzt. Und der zweite geht daneben, aber Team Germany holt den Offensiv-Rebound durch Svenja Erni. Neuaufbau, Wurf, Pech. André Hopp diesmal mit dem Rebound und der startet den Fastbreak. Oh. Und Unterbrechung. Wer liegt? Da liegt jemand. Weil Nathalie Pasivan liegt dann auch am Boden und versucht sich. Jawohl. Da steht sie wieder. Und Spielerwechsel. Nathalie Pasivan geht raus. Und die Nummer 14, Marie Kier, wieder im Spiel für die Deutschen. Ballbesitz bleibt bei den Bayreuthern, die noch 14 Sekunden auf der Shotglock haben. André Hopp. Für drei. Oh. Und er sitzt. Sehr stark. Probleme bei der Annahme, aber gut gehandelt. Jetzt wieder die Nummer 4 am Ball und das Foul. Mareike Müller bekommt das Foul. André Hopp hat es verursacht. Das dritte. Genau.
drittes persönliches. Hier sehen wir es im Replay. Schön Gas gegeben, schöner Fake und da kommt der Griff. Und da zeigt das schon an. Ja, meiner. Drittes Foul von ihm. Mareike Miller jetzt im Aufbau. Pass auf Mitteldistanz, schöner Wurf. Lisa Bergenthal mit den nächsten zwei Zähler zum 33:49. Schöner Pass in die Mitte, André Hopp. Richtig schnell in die Zone rein. Guter Fastbreak. Jetzt sehen wir es im Replay nochmal schön. Schöner Pass in die Mitte und da hat er einen guten Winkel. Foul gepfiffen von der Nummer 7, Andreas Holzheu. Drittes Foul und auch drittes Teamfoul in diesem Viertel. So, Amanda Fanariotis am Ball. Schöner Pass, no look. Wechsel auf die Nummer 4. Aber diesmal mit Pech. Mareike Miller mit in and out. André Hopp macht das Spiel wieder schnell. Steckt durch. Schade. Schade. Aber Einwurf, oder? Ja, Einwurf für Bayreuth. Der Ball ging noch an den Rollstuhl von der Nummer 14, Marikia. Somit Bayreuth mit 12 Sekunden auf der Shotclock. Und Einwurf auf André Hopp. Der nimmt sich den Wurf und lässt sich dann nicht lang bitten und macht die Dinger. Und somit führt der RSV mit 53:33. Ja, jetzt hängen, denke ich, die Spiele von gestern und vorhin das erste. Hängt ihnen in die Knochen. Ja, und kleine Rotation macht auch viel mit, aber das war jetzt wieder sehr, ja, sehr schön gespielt. Sehr auf die Nummer 4, Mareike Miller, im Replay. Schöner Pass, da war sie völlig blank und einfache Punkte für sie. Andreas Schaffer jetzt am Ball auf Dagmar van Hinte. André Hopp den Rebound. Nochmal den Rebound. Und ja, der sitzt. Langer Pass. Ah, da haben sie geschlafen. Das werden einfache Punkte werden. Und so ist es. Ja, das ist das, wenn man Presse spielt. Manchmal gibt der lange Pass einfach freie Wege. Die haben einfach hinten jetzt geschlafen. Nach dem Korberfolg. Zu lang gefeiert. Schlechter Wurf von André Hopp. Mareike Miller jetzt im Aufbau. Sucht seine Anspielstation. Findet sie wieder in der Mitte. Das machen sie eigentlich gut. André Hopp verstolpert den Ball. Hat ihn aber trotzdem noch. Eine Minute 15 noch auf der Uhr. Schöner Pass in die Mitte. Ah, schade. Bisschen Pech. Zu nah am Korb. Und Foulspiel. Offensivfoul. Das sehen wir es im Replay nochmal. Von der Nummer 10. Ja, Offense. Lisa Bergenthal stellt ihren Rollstuhl rein und somit kriegt sie das Offensivfoul. Drittes Teamfoul auch für Team Germany. André Hopp mit dem Wurf. Rebound ist bei Amanda Fanariotis. Schöner Pass auf die Nummer 4. Kein Wurfglück dieses Mal. Schön gestört vom Andi. Der sich da ungemein schwer tut mit seinem 1,0. Aber das sehr gut gemacht hat. Schade. Gut gedacht. Andreas ist da schön mit in die Mitte gezogen. Wollte den Layup machen, aber leider ein bisschen zu lang.
Aber Bayreuth bleibt im Ball, bis jetzt 12 Sekunden noch für den Angriff für die Bayreuther und 33 Sekunden noch zu spielen. Und Foulspiel wird belohnt mit 2 Freiwürfen für die Lilly Sellack. Erster wurde nicht belohnt. Zweiter auch nicht. Offensiv-Rebound von Sebastian Holzheu mit den nächsten Scores. Somit sind es wieder 20 Differenz. 19 Sekunden noch auf der Uhr. Einen Angriff wird es noch geben für Team Germany. Die werden die Uhr runterspielen. Wieder gute Presse von den Bayreuthern. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, Stil von André Hopp. Und somit endet das dritte Viertel mit 57:37 für die Bayreuther. Wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Bayreuth führt mit 20 in dem zweiten Spiel des heutigen Tages. Wie gesagt, wir haben es schon oft thematisiert heute. Team Deutschland ist zu Gast für die Vorbereitung zur Olympia in Japan. Noch gut 20 Sekunden. Und ihr könnt gerne auch, wenn das Spiel interessant ist und ihr gerne nur im Fernsehen schauen wollt, einfach mal schreiben, Leute, wo kommt er denn her? Wo schaut er denn den Stream? Wie gefällt euch der Stream? Und so weiter und so weiter. Schreibt einfach mal durch. Habt ihr Fragen, Regeln oder sonstige Geschichten? Einfach gerne melden. Wir beantworten das gerne. Und dann starten wir das vierte Viertel, die letzten 10 Minuten im Spiel RSV Bayreuth gegen Team Germany. Oh, Mareike Miller wieder. Schade. Offensiv-Rebound Svenja Meier. Und jetzt im Spiel Niklas Meier, der das Spiel mit Sebastian Gisch wieder schnell macht. Schade. Guter Versuch und wir haben eine kurze Unterbrechung. Jawohl, da steht sie wieder, unsere Marie-Kia, die auch eine 1,0 Einstufung hat, genauso wie unser Andreas Schaffer. Mitteldistanzwurf, sehr schön gemacht von Amanda Fanariotis. So, Aufbau der Bayreuther, Svenja Meier auf Sebastian Gilsch.
Der nimmt sich auch einen schönen Wurf und scored. So, Natalie Pasivan jetzt im Aufbau. Auf Amanda Fanariotis. Rebound ist bei Team Germany. Und wir haben kurze Unterbrechung der Schiedsrichterin. Und zwar ist sie der Meinung, dass der Ball nicht an dem Ring war, sondern nur das Brett berührt hat. Somit hätte es keine neue Shot Clock geben dürfen für Team Germany. Also noch 5 Sekunden auf der Uhr für den Angriff. Und das wird jetzt wahrscheinlich behoben. Jawohl, jetzt sehen wir es. 5 Sekunden noch auf der Uhr für den Angriff. Der Ball war nicht am Ring. Somit muss ein schneller Abschluss her. Noch 3 Sekunden. Jawohl, wilder Wurf, der keinen Erfolg brachte. Lili Selak jetzt auf Svenja Meier. Andreas Schaffer am Ball. Spielt wieder auf Svenja Meier. Dieser ist kurz. Team Germany hat den Rebound und geht in den Angriff durch Natalie Pasivan. Und Foulspiel. Kein Glück, aber 2 Freiwürfe für Mareike Müller. Foulspiel durch Sebastian Gisch. Ist sein 3. Foul. Erstes Team-Foul in diesem Viertel. Erster zählt. Und der 2. sitzt auch. Somit 59-41 für die Bayreuther. Niklas Meier jetzt im Aufbau. Versuch in die Mitte durchzustecken. Aber Glück für die Bayreuther, dass Team Germany den Ball nicht kontrollieren konnte. Und somit bekommen sie nochmal den Einwurf. 7 Sekunden sind noch auf der Uhr für den Angriff. Reicht noch für einen schönen Angriff. Sebastian Gilsch. Er macht. Nimmt sich den Wurf. Sehr schön. Und macht den. Schöner Mitteldistanzwurf von Sebastian zum 41-61 aus Sicht von Team Germany. Jetzt Amanda Fanariotis. Im Aufbau wirft und trifft. Ja, haben es die Nummer 4, die Mareike, reinfahren lassen. Mhm. Und sind dann zum Block nicht mehr hinkommen und dann konnte die Amanda hinten nachfahren und hat den Korb gemacht. Schönes Spiel hier zwischen Sebastian Gisch und Niklas Meier. Hier sehen wir es, super in den freien Raum gepasst und leichte Punkte. Ah, die hat jetzt leider ein bisschen Pech beim Wurf. Im ersten Spiel ging es wesentlich besser, aber dafür Natalie Pasivan für 2 Zähler. Sebastian Gisch. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Andreas Schaffer. Lili Selak. Sebastian Gisch. Mit Pech. Schwerer Wurf im Rückwärtsrollen. Natalie Pasivan wieder im Angriff. 6 Minuten sind noch zu spielen in diesem Spiel. Wurf Pech. Lassen den Ball ins Ausrollen. Somit Einwurf für die Bayreuther.
Ja, im Großen und Ganzen merkt man schon langsam, die Luft ist ein bisschen raus bei Team Germany, ist auch verständlich, um Gottes Willen. Ja. Aber nichtsdestotrotz bieten sie uns noch eine schöne Rollstuhl-Basketball-Vorstellung. Und das muss man ihnen hoch anrechnen, definitiv. Kurze Unterbrechung. Wir sehen es nochmal. Bisschen eingehakt, umgefallen. Deswegen kurze Unterbrechung, kein Foul. Alles legal. Bayreuth im Ballbesitz. 14 Sekunden. Svenja Meier wirft ein. Auf Andreas Schaffer. Der nimmt sich ein Herz und trifft. Sehr, sehr schöner Wurf. Extrem schwierig für ihn. Und wird belohnt. Und feiert. Zu Recht. So, Team Germany wieder im Angriff. Wechselt die Seiten auf Nathalie Pasivan. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Wurf ist leider nicht gut. Und langer Pass. Fast Break Chance. Und da macht sie ihn sehr, sehr schön mit der Nummer 13. Svenja Meier zum 67-45. Wurfversuch nicht gut. Niklas Meier jetzt im Aufbau für die Bayreuther. Spielt nach außen. Kurz, aber Bayreuth Einwurf. Pech für die Nummer 8, Vanessa Erskine, dass ihr der Ball auf den Rücken tatzt und somit Auszeit genommen von Bayreuth. Wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Fahrzeugbau Schubert in Trebgast. Einfach geiler Laden. Ja, wir gucken mal kurz auf die Stats. Klaus hat sie aufgemacht. Mareike Müller von Team Germany momentan Pointer mit 12 Punkten und bei uns André Hopp mit 30 Zählen. Auch nebenbei können wir mal kurz in die erste Liga noch gucken. Da ist die Schlussphase von Lahn Thiel gegen die Riverinos. Da steht es 73-62, läuft nur 20 Sekunden. Das Spiel. Also Lahn Thiel souverän gewonnen, aber haben sich auch schwer dann. Ich habe es nebenbei ein bisschen verfolgt. Ja, jetzt haben wir noch 4 Minuten hier. Genau so schaut's aus. Noch Live-Action, 4 Minuten 20 hier in der Oberfrankenhalle. Kampfgericht klärt nochmal mit dem Schiedsrichter ab, ob alles passt. Genau. 9 Sekunden ist korrekt. Somit hat Bayreuth nochmal 9 Sekunden für den Angriff. Weil ja der Ball auf den Rücken des Gegners getatzt ist und ins Aus. Somit gibt es keine 9-14, sondern bleibt dabei. Und 3-Punkte-Versuch. Schade. Fastbreak aufpassen. Ah, schade, da wurde ein bisschen überrascht, Daniel Henne, dass der Ball wirklich in seine Richtung kommt. Somit nochmal Ballbesitz für Team Germany. 8 Sekunden haben sie noch für diesen Angriff. Und die Schiedsrichterin sagt, nein, das stimmt nicht. Es müssten 14 sein. Jawohl, das ändern sie auch, weil der Ball am Ring war. Und weiter geht's.
Lisa Bergenthal mit dem Ball. Foulspiel von Daniel Henne. Sein erstes Foul und zweites Teamfoul für Team für die LSV. Schöner Pass. Ah, schade, Pech. Sebastian Gisch hat den Rebound. Baut das Spiel auf. Über die Seite, geht jetzt in die Mitte. Gibt den Ball ab an Svenja Meier. André Hopp. Wieder auf Svenja Meier. Schade. Rebound ist bei Team Germany. Lisa Bergenthal jetzt im Aufbau. Sekunden noch auf der Uhr. Sehr schöner Wurf. War schwierig zu nehmen. Amanda Fanariotis. Er hatte ein Mismatch. Kleinen vor sich. André Hopp nimmt den Pass. Auf. Jetzt auf Daniel Henne. Zurück. André Hopp. Rebound ist bei den Deutschen. 2 Minuten 30 noch auf der Uhr. Amanda Fanariotis. Und 2 Punkte für Svenja Erni. Daniel Henne im Aufbau auf Sebastian Gisch. Der auf André Hopp. Sekunden auf der Uhr. Ah, schade. Schade. Schön rausgespielt von den Bayreuthern, aber wurde leider nicht belohnt für Daniel Henne. Jetzt Team Germany wieder im Angriff. Und schöner Block von André Hopp. Schöner Ball. Block. Somit Ballbesitz für Team Germany. Und wir sehen es hier, die Auswechselbank der Bayreuther, die haben auch Spaß. So soll es sein. Dieser Bergenthal nimmt sie jetzt noch mit dem Wurf. Und Team Germany bleibt im Ballbesitz. Da war Daniel Haas noch dran. Nathalie Pasiwan nimmt sich den Einwurf. 1 Minute 30 noch auf der Uhr und 6 Sekunden für den Angriff. Langer Pass über die Mitte auf den Rücken, auf dem Rücken von Sebastian. Somit sind es noch 4,9 Sekunden für diesen Angriff. Dieses Mal wirft Lisa Bergenthal ein. Jetzt muss es schnell gehen. Ah, André Hock passt da auf. Hat den Braten gerochen in der Mitte. Langer Pass auf Daniel Haas. Oh, schade. 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 Auch schade. Wo hat das Guckmann einen kleinen nochmal werfen lassen? Ja. Spricht aber für die Mannschaftsleistung an sich. Keine Ego-Shooter hier, sondern das ganze Team soll spielen und Punkte machen. Und so soll es auch sein. Sehr, sehr gut rausgespielt von Team Deutschland nochmal hier im Replay zu sehen. Anna Fanariotis auf Svenja Erni und dann Marikia, die abschließt. Einwurf bei Hürth. Jawohl. Da waren beide im Kampf um den Ball und Team Germany war als letztes dran. Drei-Punkte-Wurf. Nicht gut, aber Glück. Offensiv-Rebound von Sebastian Gisch. Der auf André Hopp. Und der mit zwei Punkten. 45 Sekunden haben wir noch. 69 zu 51. Schreibt doch nochmal in den Chat rein, wie ihr das Spiel fandet. Oder im Allgemeinen, wenn ihr Lust drauf habt, einfach schreiben.
Schöner Pass. Und nochmal zwei Punkte von der Nummer 19, Nathalie Pasivan. 25 Sekunden noch zu gehen. Svenja Meier auf Sebastian Gisch. André Hopp. Hookshot. Und das Spiel ist zu Ende. Auch schönes das zweite Spiel geht an den RSV Bayreuth. Wir sagen Danke an das Team Germany auch für diese Spiele, die der RSV machen durfte. Viel Glück für Japan und für die Teilnahme daran. Ich hoffe, wir werden erfolgreich sein. Und für uns gibt es zu sagen, jetzt heißt es gut zu trainieren und Fokus auf die Final Four, die da im April, am letzten Aprilwochenende hier in Bayreuth stattfinden. Ich sage auch dir danke, Klaus, dass du wieder da warst für deine Stats und deine Fachmenschen. Immer gerne wieder. Und natürlich auch an das Streamteam, das heute wieder vor Ort war. Oben an den Kameras, der Udo an der Seitenlinie, der Roman. Unser Regisseur und Chef, der Holger, und meine Wenigkeit und der Klaus. Danke euch. Wir sehen uns bis dann zum nächsten bei Mal. Bei den Final Fours. Final Fours. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.